Ich hoffe es. Das hoffe ich doch, dass das alles klappt. Ja, wir frieren uns hier echt den Arsch ab, ne? How to get more Hitze. More Hitze. Da brauchen wir Hitze für. Big Set, so. Okay, 14. Dann haben wir 10. Dann brauchen wir nur noch den Schub. Der uns mit Glück nochmal den Arsch rettet. Denn davon brauchen wir das. Und das. Okay. Gut, raus dafür. Zack, bam, natürlich. Alles klar, jetzt müssen wir natürlich immer noch die Hitze maintainen. AKA, Peng. Peng, Peng. Zwei Runden verbleibend, wir brauchen noch ein bisschen Strom und ab dafür. Natürlich. Jo, minus zwei Hitze passt aber. Er ist schon viel zu viel Schub, ne? 20. 15. Reicht. Weil wir kommen da eh nicht hin. Ne, kommen wir nicht. Und noch einmal Strom, vorsichtshalber, aber es passt. Hauptsache wir kommen hier durch. Zack. Ah, fertig. Ja. Danach müssen wir nur noch den Orbit klar machen. Also, nächstes Event. Okay. Oh ja. Das wird gut. Da will ich auf jeden Fall die Nutzlast trainieren. Aber so wie es aussieht, haben wir keine optimale fucking Shiat, okay? 2002, na gut. Die Russen starten in 23 Monaten. Wir starten in 17. Okay. Das ist gut. Nicht optimal, aber okay. Mission fortsetzen, Jupiter Orbiter, komm. Zack, bam. 996, das wäre jetzt irgendwie... Du fährst Strahlung! Fucking Strahlung again! Ah. So, dann ist der Strom schon mal weg. Danach können wir über die Strahlung wegbashen. Okay. Da hat er direkt gefailt. Dabei ist es so gut. Es kann eigentlich überhaupt nicht failen, trotz der Strahlung. So, zack. Bam. Zack. Zack, bam, zack. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall mehr Navigationsdaten. Okay, dann sollten wir mehr auf Navigationsdaten gehen, logischerweise. Obwohl, nee. Nee, sollten wir nicht. Wir müssen erstmal nochmal bam. So, 0%. Kommandos beschädigen. Zum Glück ist das Ding so overpowered. Dass es eigentlich funktionieren sollte. Okay. Waren auf jeden Fall noch Datenbanken ohne Ende. Was ist denn der größte Wert, den wir bekommen können? Der da. Ja. Nee, nee, nee. Irgendwann ist es durch. Also Ziel ist, auf den Mars zu kommen. Aber dazu muss ich natürlich erstmal alle möglichen Sachen hier durchziehen und die Technologien erforschen, um das zu tun. Okay, nochmal zwei Strahlung. Nicht zu vergessen, dass wir den Schub noch rauspushen müssen. Können wir jetzt aber. Deutlich. So, mal ein bisschen Strahlung umwandeln in Blackjack und Nutten. Mhm. 14 und 19. Drei Runden verbleiben. Vielleicht schaffen wir es, ja. Upp.
Na, das war doch schon wieder klar. Vorletzte Runde. Okay, wir könnten jetzt, wir brauchen 18. Also, einmal die Strahlung eintauschen, dann definitiv. Eigentlich müssten wir das hier machen. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Strahlung dafür. Egal, dann machen wir das. Ah ne, das ist scheiße. Wir haben generell nicht genug Strahlung dafür. Okay! Ja, Bullfuck. Bullfuck. Das sind 19. Eigentlich müssen wir mal gucken. Kann ich mit 2 Strom? Ja, das geht nicht. Kriege ich ja nur das raus. Obwohl. Ja, so sind wir auf 19, 19. Und 6 Schub können wir nächste Runde auf jeden Fall nicht erreichen, wenn wir das so machen. Egal. Ja, es scheint mir auch so zu sein, ja. Na super. Schub, Peng. Und Strom. Okay, ab dafür. Ja, es geht recht lang. Also würde ich jetzt auch fast mal behaupten. Das haben wir abgeschlossen. 88% Erfahrung. Sind wir denn jetzt immer noch der Marktführer hier? 44%, jawohl. Okay. So, haben wir das... Ne, immer noch nicht erledigt. Gut, Gemini fertigstellen. Mars Roboter Rover, da bin ich auch mal gespannt. So, Fahrzeug desigen. Desigen. Können wir jetzt hier Shuttle wiederverwenden? Geht das? Naja, da sind Leute an Bord, natürlich. Cool. Aber die Startzuverlässigkeit geht dezent nach unten. Baukosten. Jetzt haben wir echt alles, ne? Wow. Okay, aber ich meine... Spezialisierte Komponenten, Reputation, einheitliche Konstruktion, Treibstoffkapazität, Richtungsstabilisierung, Fluchtsystem. Ja, keine andere Wahl. Wir müssen den erweiterten, die Stoßdämpfung, Nutzlast. Wait a minute, das haben wir drin. Nee, das passt. 60% Startzuverlässigkeit zackt natürlich mal so richtig. Wegen dem experimentellen Kraftstoff. Na gut. Shuttle bauen. Okay, bis gleich. Jetzt kommt gleich die Überprüfung der Finanzierung. Feuer in Raumstationen. Auf deiner modularen Raumstation hat sich ein schwerer Zwischenfall ereignet. Ein defekter Festbrennstoff. Sauerstoffgenerator entzündete ein Feuer, das schnell ein Modul füllte und den Zugang zu einer Fluchtkapsel blockierte. Glücklicherweise reagierte der Astronaut Charisma 98 Nummer 2 schnell und konnte die Flammen löschen. Die anderen 4 Agenturen haben sich entschlossen auf die Krise. reagiert und eine zusätzliche Versorgungsmission arrangiert, um Reparaturen an der Station zu ermöglichen, da eine Crew glaubt, dass infolgedessen keine Wissenschaft verloren gehen wird. Die Medien feiern das Echo als bewundernswertes Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Awesomeness! Nächster Monat! Alles klar, super. Ah, Level up! Yes! Sauber. Okay, nächstes Event. Heliconium. Inspirierende Signale. Eine berühmte Wissenschaftsautorin hat beschrieben, wie sie zu ihrer Karriere inspiriert wurde, als sie als Kind im Rahmen eines Schulprojekts Radiosignale von einem der ersten Satelliten deiner Agentur empfing. Ich habe immer noch das Satellitenmodell auf meinem Schreibtisch, kommentierte sie. Ich erinnere mich an die. Schon ein bisschen her. Langfristiger Flug. 35. Boah, fuck. Das ist doch mal richtig kacke. Da brauchen wir noch jemanden. Okay, wir müssen dann noch jemanden einstellen. Da umbenennen. Wifi Nummer 2. Ups. Nummer 2. Umbenennen und einstellen.
Da bist du. Du hast gerade ein Feuer auf der Raumstation gelöscht. Das hast du jetzt voll verpasst. So, wir müssen auf jeden Fall auf Start gehen, weil die Nutzlast ist super, aber der Rest ist ein bisschen wie Kacke. 60%. Ja, mehr geht nicht. Okay, August, zack. Mission-Setup bestätigen. Zack, bam. Und nächstes Event. Mars-Vorbereitung, Rover, komplett. Die große Tour ist bereit für die nächste Missionsphase. Super. So, die Pre-Servants brauchen wir noch. Gehe zu Mission. Mission fortsetzen. Ja, ist nichts passiert anscheinend. Nur die Station, aber ist niemand gestorben. Die Station hat einen Schaden davon getragen. So, Phase 3, die große Tour. Strahlung und Hitze, I love it, es wird immer besser. Uff. Okay, wir dürfen nicht erfrieren. Ergo müssen wir Hitze produzieren. So, das ist schon mal ganz wichtig. Können wir Strahlung umwandeln. Aber es kostet halt irgendwie alles Energie, wa? Okay. Weniger Strahlung, mehr Fun. Das sieht gut aus. Ja. Und einmal Strom, weil es so schön war. Das sieht gut aus. Da möchtest du landen, okay. Ich denke nicht, dass das machbar ist, weil es ist ein Gasplanet, ne? Das ist dir bewusst, ja. Aber vorbeifliegen kann man vielleicht später, das weiß ich nicht. So kalt und so verstrahlt, der Saturn, da willst du dich hin. Guck doch mal, alles verstrahlt. Wie soll ich denn da jemals auf 20 kommen, ha? So, ein bisschen Strahlung wegnehmen. Bisschen Crap dazu. So. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Strahlung wegnehmen. Das ist richtig, richtig, richtig sick. Okay. Jetzt dann? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, dass der Strom mitspielt. Und die Strahlung auch. So, tschüss und so. Looking good. Peng, ein Strahlung, das ist doch okay. So, jetzt muss er auf jeden Fall wieder Hitze produzieren. Ah, ist natürlich schon cool, dass es nur damit machbar ist, ne? Ergo, Peng. Peng. Ja, Peng. Peng, voll in die Fresse. Haben aber immer noch sehr viel Strahlungsniveau. In the hood. In the hood. Sollten also versuchen, das hier wegzuhauen. So, dann sind wir hier schon mal im grünen Bereich. Brauchen dann auch wieder Energie. Passt. Bonus erreiche ich eh nicht. Aber das Risiko will ich hier auch gar nicht eingehen. Ja, wenn es soweit ist, kann ich dich vorbeischicken. Kein Problem. Ja, alles verstrahlt. Peng. Strahlung ist echt ein massives Problem, aber Aufgabe vollenden, weil wir haben's. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Swoosh. Okay, fortfahren. Fahrtfahren. Langfristiger Flug. So, Meilensteine. Wo ist es? Die große Tour. Wir führen leider nicht, aber wir sind gleich auf mit Russland. Immer noch. Es hat noch keiner verkackt von denen. Finde ich natürlich ein bisschen uncool.